Ja, Sehr sympathisch. das ist im Grunde mein Schätzchen, kommt mit. Wir müssen da so ein kleines bisschen Ich habe laufen. Panik, das wird In schon ein der bisschen Zeit könnt ihr kritisch. euch ein Das bisschen kann ich nicht. unterhalten. Geduld, Nee, nee, ja. Geduld würde ich nicht unbedingt sagen. Ja, gut. Also wie man es nimmt, vielleicht auch, ja. Aber man muss schon sagen, hier, 5 an 5, also es ist echt schon Kopf an Kopf rein. Deswegen ist Ich diese bei dem Punkte. Endspiel nur die scheiß Fackel gemacht, ey. Da wäre die Tür immer noch Stimmt, falsch ja. gewesen. Ja, da hätten wir, Ja. glaube ich, noch eine größere Diskussion hier gehabt. Dann hätte ich meinen Anwalt schon Dann eingeschaltet, hätte ich Gary. hier, hätte auf Schärfste protestiert. Im Grunde hätten wir unseren Notar anrufen müssen. Der Andi ist ja der Unbe, der hätte entscheiden müssen. So, wir So, sind ihr im Lieben, Grunde jetzt muss ich da. ganz kurz was vorbereiten, deswegen kann Reini euch schon mal so grob erklären. Du musst, da darfst nicht rein. So. Der Reini Genau. erklärt euch das und ich organisiere gerade was. Okay. Ihr seht ja diesen großen, ja, Da müssen Holzblock wir jetzt das vor euch, Berg ja. durchschlagen. Nein, das müsst ihr nicht. In diesem Holzblock im Grunde werdet ihr abwechselnd reingehen. Dies da drinnen, werdet ihr ein Labyrinth vorfinden. Und dieses Labyrinth müsst ihr in kürzester Natürlich immer. Zeit nach draußen schaffen. In kürzester Zeit. Die Zeit wird gemessen in dem Moment, wie ihr diese Stufe hier verlässt, hier reinläuft und dann dort ist die Tür. Das ist der Anfang. Und die Zeit wird wieder gestoppt, wenn ihr hier rausläuft auf die Also wenn ich jetzt hier Stufe. stehen bleibe, dann so verloren. Es ist so eine Art, Da gibt's genau. ja auch wieder so Cheat. Ich habe schon auch wieder verstanden, hier die Tricks. In jedem Es Spiel gibt's hier Tricks. Du weißt zwar nicht, was du jetzt für einen Trick meinst, aber okay. Also, Max wird hier anfangen. Gary, du müsstest mal mithelfen Gary dann gleich. wird im Grunde ein bisschen weiter weg, versteckt hinter einem kleinen Block hier sein. Somit kann er relativ wenig auch Da den war aber Namen. nicht, macht sich ganz Da war aber tolles auch nicht Aufnahmen. mithören, oder? Das war bei. Doch, mithören, da werde ich das Das war bei mit einer gewissen dem. Game Show, die ich näher erläutern will, auch so. Hier ist es aber so, er darf mithören. Die Sache ist die, diese Wand haben wir nur gebaut wegen dem Namen, weil jetzt könnt er ja sehen, also ab da sieht er nicht mehr direkt, ob du dich jetzt links, rechts, hinten und Da vorne will ich bewegst. Also mich ich von sehe, also mit dem überzeugen. Blood Diamond sehe ich Reini, geh noch. ein bisschen zurück. Ja, noch, aber er ist ja auch noch lange nicht hinten. Ja, Reini, geh mal in das Labyrinth. Ja, ich sehe immer noch einen kleinen Zwickel. Jetzt sehe ich Ja, das dann jetzt. aber es ist, du musst ja überlegen, du bewegst dich ja auch drin, also es ist schon angemessen, wir haben nachgeguckt. So, dann geh Aber mal. ich, eigentlich schon die Gary oder ganz hinten hinlaufen. Du könntest auch jetzt einfach mal nach vorne zum Startpunkt gehen, Maxi. Ja, Ihr ich könntet muss ja hier eigentlich. einfach mal fair sein, ich könnte auch, Ja. und ihr dreht euch einfach mal um. Genau. Ich Aber muss ich muss ja mich hier eigentlich auch abbeißen diese. zum Der Andi Gewinnen. stellt sich hin. Der Andi. Der schläft. Ja, was gibt's? Du wirst gerade Guten gebraucht. Komm Morgen. mal bitte her. Ich werde gebraucht. Zu dem grauen Stein hier. Hinten, hinter dir. Aha. Und zwar stellst du dich jetzt hier hin und guckst den Gary an, Genau, dass er sich deswegen mal wenigstens anguckt. Er darf sich überhaupt nicht was in meiner umdrehen. Ach Aufnahme drin komm, ist. das. Hallo, The One. Ja, genau. Wir Wollt können euch ja ihr sich unterhalten, ist ja vorstellen? kein Thema. Das ist So, doch Max. Quatsch, der wird Ja, doch vielleicht nicht nicht bei dem gucken. Spiel, aber bei Muss ich anderen. erst. Max, Stell auf den dich mal Bordstein. genau hier, genau auf den Bordstein hier am besten hin, dass du den Startpunkt hast. Hier Wink ist doch mal unser. rüber. Ich wollte noch was sagen hier, ich muss mich ja so verhalten. Ich muss ja wie ein gewisser anderer jemand, der geschlagen werden sollte, auch immer alles hinterfragen, weil er es auch macht. Ja, Also kannst wenn du ich jetzt ja. hier runterlaufe, geht's los. Ja. Richtig, ja. Also Dann, bleibe ich jetzt erstmal noch hier. Schoppe, nimmst du die Zeit oder Ich nehme ich? die Zeit, ich nehme die No, no, Zeit. no, Ich no, sag. no, no. Ich muss halt, aber das ist jetzt ein Weg, da kann ich irgendwie nicht bescheißen und oben draufklettern und das alles Ja, durch. es ist alles so gebaut, du kannst Genau. nicht bescheißen, es Ich kann muss nur keiner von euch. durchrennen, ich muss nichts anklicken oder ich muss Also man wahrscheinlich. kann, was man dazu sagen kann, in diesem Labyrinth sind Türen verbaut. Ja, Aber ihr das müsst die ja. Türen, nicht manuell aufmachen, es sind immer Druckplatten davor. Das heißt, die Türen gehen automatisch auf und auch wieder automatisch zu. Das heißt, das Einzige, was ihr machen müsst, ist einfach nur versuchen durchzulaufen. Genau, springen muss ich wahrscheinlich, aber ich muss nichts bauen oder eigentlich auch nichts Nein, tun. nein, nein, du musst nur laufen. Du musst ja den Ausgang musst du suchen. Laufen, aber ich muss auch nicht springen.
Nein, du musst Ja, nur, und den also habe ich jetzt es gibt verstanden. verschiedene Wege, es gibt auch noch unterirdische Wege, die ihr benutzen könnt. Ja, aber ihr müsst jetzt nichts Ah, es gibt bauen. noch Sackgassen, ne? Richtig, ja, gibt, wie ein Labyrinth halt aufgebaut ist. Ganz Ja, einfach. so, genau. Labyrinth. Lasst euch überraschen. Benutzt, komme ich mit Feuer für dich. Aber ihr könnt jetzt, ihr müsst nichts bauen, ihr müsst nichts craften, ihr müsst einfach nur versuchen Ich durchzulaufen. darf auch keine Wand kaputt machen. Ne? Ihr dürft Ich darfst mich nichts durchs kaputt Labyrinth machen. durch. Was macht das für einen Sinn? Ich kann nicht geradeaus durchgehen. Es bringt ihm ja nichts, er weiß ja nicht, wo der Hier. Ausgang ist. Ich könnte machen, ich grab mich hier unten in die Erde. Gewonnen. Nein, weil ich dich hier filme, du musst ja hinten durchs Labyrinth. Okay, noch Fragen? Vielleicht will der Andi trotzdem mitgucken, oder? Irgendwie schon. Ja, also. Lass den Gary da sitzen, der sieht da eh nichts. Also, ja, ich ich glaube, der glaube. Gary ist fair genug, oder? Dass der Ja. Dann Andi, also, kannst du Max, dir. Bist Brauchst du du jetzt bereit? auch mal nicht bewegt? Ja. So. Also, 5, 4, Dann Andi, komm hin. 3, Ja, ich komm. 2, 1, los. Batman. Oh, eine Druckplatte, jetzt geht's hier rein. Oh, hier geht's schon los hier. Ich muss einen verwirrenden Weg einschlagen, denn das ist meist das Der Ziel. Weg ist das Ziel, Doch Max. nicht. Also genieße den Weg. Lass dir Zeit. Soll ich So, doch mal Maxi läuft hochnehmen? schon mal hier. Zeit, Maxi, Zeit. Manchmal habe ich echt das Gefühl, ich könnte. Kann man nicht hier auch, wenn man STRG gedrückt hält, rennen und nicht nur durch Doppel-W? Nee, wenn du STRG gedrückt Die hältst, eine dann. Tür geht ja gar nicht auf. Hier wollt ihr mich verkackeiern. Da ist eine Tür, die nicht aufgeht. Da ist keine Sackgasse. Druckplatte. Ey, ey, das ist ja hier. Was ist denn das hier? Also Türen kann man natürlich auch mit Rechtsklick auch öffnen, ne? Ja, aber wenn da keine Druckplatte ist, dann darf ich die nicht Dann aufmachen. doch, dann darfst du die aufmachen. Dann laufe ich jetzt mal wieder dahin hier, wenn ich sie finde. Am besten. Ja, wie hier, keine Tipps geben. Am besten. Ja gut, er hat halt so verstanden, dass er die nicht öffnen darf, aber das ist ja natürlich Quatsch. Ich habe ja auch Passen gefragt, natürlich ob alle das auf. ein Bug. Komm, Maxi, dreh dich ganz wild im Kreis, bis dir schwindlig ist. Und dann renn weiter. Gibt es hier eigentlich eine Zeitbeschränkung für mein Gelaufen? Ja, sagen wir mal, ab 30 Minuten habe ich automatisch gewonnen. Oh, ich habe hier irgendwas gefunden. Ah, die Tür! Oh, ihr wollt ja mich schon verkacken. Ihr Loop, ey. Hier, ich bin durchgerannt hier. Das ist ja wieder mal gecheatet hier. Gary, Okay, die war noch von unserem Testlauf. Also, war er schon deine durch? Zeit, sollen wir seine Zeit sagen? Nee, Ja. die sag Zeit. nichts, sag Nee, nein, die Zeit. sonst weiß der Gary, wie er sich beeilen muss oder so. Okay. Und darf ich bitte, ich möchte bitte auch gucken, wie der Gary durchläuft. Ich will fliegen hier. Darf ich? Ich habe ja schon alles gesehen, darf ich? Darf ich jetzt vorkommen überhaupt? Ja, ne? Du Die darfst ist schon mal schon vorkommen, durch. natürlich. Das ist für ein Labyrinth. Ja. Ja, Gary, du darfst dich hier es hinstellen, hat uns wo ich selbst hier stehe. überrascht. Ich sehe doch schon, ich habe wieder null Chancen Da nach darf ich der Zeit. zugucken. Okay, warte mal. Ich sehe schon, das nächste Mal bei der nächsten Sendung mache ich ein doppelt so großes Ja, Labyrinth. also wir haben jetzt auch nicht, also ich habe damals schon gesagt, sie sind bestimmt schnell durch, aber dass die jetzt Was so schnell sein, heißt ihr? Er! ja. Ja, der Gary kommt erst. Ja, ich finde es eigentlich okay. Also, das ist Ja, ja das ist auch, schon okay. soll jetzt auch keine unmögliche Aufgabe werden, ne? Aber wirklich nur beim Labyrinth bleiben, so. Ich finde, Okay. er ist so ja schon ziemlich rumgeirrt Ja? teilweise. Bist du bereit? Okay, dann 5, 4, 3, 2, 1, go. So, auch Gary macht fast denselben. Nee, obwohl jetzt ist er schon etwas anders. Das hättet ihr ja mal verzehnfachen können hier. Ah, kommt Gary wieder? So, er sucht den richtigen Weg. Eigentlich Ja. ist das, Ja.
Ist das ja dann auch beschiss, weil der Gary hat im Kopf gemerkt, wie viel Zeit ich gebraucht habe, indem er mir zugehört hat. Ach, Quatsch. Ist doch Quatsch, er hat doch keine Ahnung, wo er lang gelaufen ist. Ein sehr intelligenter Mensch. Ich weiß, ja, dass irgendwo eine Tür ist ohne Druckplatte, die ich öffnen muss, die ich bis jetzt noch nicht gefunden habe. Siehste, genau das ist der Trick. Er hat es nämlich rausgefunden und ich habe zu viel geredet. Ja, aber das Problem ist aber, er sucht jetzt speziell vielleicht nur die eine Tür. Ja, und so schwer ist es nicht, die zu finden eigentlich. Na, ich sehe schon, das ist ein bisschen schwer. Er konzentriert sich jetzt vielleicht nur auf diese Druckplatte. Das kann sein. Ja. Also bei Gary hat mein Labyrinth, glaube ich, funktioniert. Ich glaube, das ist von oben wieder sehr gut. Jetzt möchte ich gerne wissen, ist das ein Baufehler oder war das mit Absicht? Das ist gut. Okay, ich sage es ist... Oh verdammt, das war die Eingangstür! Okay, Gary, du bist gerade am Start wieder angekommen. Was ist mit Absicht? Ich lohnt sich ein bisschen geradeaus, rechts. Ich glaube, ich habe schon gewonnen, oder? Ist er schon drüber über die Zeit? Oder er was? Ist schon drüber, ja. Ja, natürlich. Okay, Gary, bleib mal stehen. Jetzt lauf mal. Soll ich lohnen? Ich kenne mein Labyrinth in- und auswendig. Ich weiß auch, wo der Ausgang ist. Nicht da, geh mal zurück, Gary. Du falsche Richtung. Nee, ist gut. Lauf links. Oh, du weißt gar nichts. Lauf selbst links. Mit Hilfe schafft er es nicht. Lauf hoch. Geradeaus durch. Ist egal, welche Tür. Ja, geradeaus durch. Geradeaus durch. Geradeaus durch. Ja, die. Jetzt nach rechts. Rechts, rechts, rechts. Nein, stopp. Zurück. Rechts. Die da. Genau. Durch, geradeaus. Genau. Linke Seite. Nee, dich dadurch. Dadurch. Und ganz hinten. Ach, da ist sie. Ja, toll. Oh, die habe ich nicht gesehen. Es war natürlich geplant, dass sozusagen diese Tür da hinten, dass sie so versteckt wie möglich ist, dass man, wenn man hier reinkommt, dann auch nicht gleich die Druckplatte sieht. Auch mal. Ich weiß natürlich, dass ihr genau diese Druckplatten auch sieht und das natürlich deshalb diese Druckplatte nicht vorhanden. Ich glaube, das Spiel hat Max gewonnen, oder? Mit wie vielen Sekunden eigentlich? Ich spiegelst du Betrügerei. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin mir da gar nicht so sicher, wenn ich mir die Zeiten angucke. Also wir sind jetzt im fünften Spiel. Das heißt, der Sieger bekommt ganze 5 Punkte. Also die Zeit von Max betrug eine Zahl und dann hat er 35 Sekunden. Und der Gary hat auch eine Zahl und hat 52 Sekunden. Ja, er muss mir raushelfen. Natürlich hat er gewonnen. Okay, Max hat also, eine wollte Minute, jetzt auch eben sagen, aber Max hat 1 Minute 35 und 87 Hundertstel gebraucht und der Gary 2 Minuten 52 und 30 Hundertstel. Muss mir jetzt noch die Rechte wegnehmen. Ja. Da nochmal Spannung aufzubauen. Also Feedback zum Labyrinth. Ich find's kacke. Ich sage dazu, hätte mich das nicht verwirrt und ich dachte, das war ein Fehler, weil ich dachte, ich musste eigentlich gar nichts klicken, um zu gewinnen, dann wäre ich direkt durch die Tür gegangen. Ja, also ich muss, das, als ich gesehen habe, dass der Max, der ist da wirklich, als ob er es, also ohne Mist, Leute, er kennt es wirklich nicht, aber er ist direkt auf, er wäre nach 20 Sekunden schon durch gewesen. Ja, also mich hat es voll erwischt. Ja. Aber gut, der Gary hat ja eh... Aber vielleicht, weil ich auch zu sehr nach der Tür ohne Druckplatte gesucht habe. Aber ich garantiere, ja, genau, das war der Fehler. War schon gut gemacht. Aber ich garantiere euch, ihr beide dürft euch irgendwann nochmal revanchieren in einem Duell. Ich möchte geheilt werden. Ich möchte das nächste Game haben. Du möchtest geheilt werden. So, nach dem nächsten Spiel machen wir 10 Minuten Pause. So, aber zum nächsten Spiel, dann kommt mal mit. Das nächste Spiel nennt sich Gedankenbau. Und dazu gehen wir einmal hier wieder in die Halle 1 zurück. Klingt irgendwie nach Minecraft-Wissen. So, und jetzt bleibt mal hier stehen. So, hier kommt der liebe Andi zum Einsatz. Ja. Der Andi ist sozusagen hier diese sechste Spielleiter. Der ist, er, seine Aufgabe ist es, etwas zu bewerten, was ihr jetzt gleich bauen müsst. Also, zu den Regeln wie folgendes. Ihr müsst ein LKW bauen. Also, beziehungsweise sagen wir es andersrum. Ihr sollt ein LKW bauen, ihr sollt ein Fahrzeug bauen, was so ein bisschen nach einem LKW aussieht. Ihr habt auf beiden Seiten eine Truhe stehen,
da sind relativ zu 98% oder 99% dieselben Items drin. Wobei das nicht ausschlaggebend ist. Die Sache ist die, ihr kriegt beide eine Seite und der Gary bleibt schön hier. Und ihr dürft dann, ihr habt dann so circa, also wir haben jetzt so vorgeschrieben 5 bis 6 Minuten, aber wir gucken, je nachdem, wie schnell ihr am Bauen seid. Und zwar baut ihr, bis ihr fertig seid. Sobald der Erste sagt, okay, hier, meins ist fertig, entscheidet der Andi, okay, es ist Schluss, und er guckt sich beide Sachen an. Und er sagt dann, welches optisch einfach einem LKW oder einem fahrzeugähnlichen LKW aussieht. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht speziell die Reifen grau machen und dann, also ihr müsst es jetzt nicht 100%, dass es real aussieht. Ihr müsst einfach nur mit den Blöcken, die ihr habt, das sind extra verschieden bunte, farbigen und auch andere andersweitige Items dabei. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht einfach nur mit den Items, den ihr habt, müsst ihr dieses Gefährt bauen. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht 100% darauf achten. Natürlich könnt ihr auch darauf achten, dass es farblich passt, aber ihr sollt es einfach nur so bauen, dass ihr denkt, es ist optisch ein Fahrzeug in Form eines 3D LKWs. 3D oder ich habe eine Frage. Ein flaches Bild malen. Was? Nee, es soll schon ein 3D, also schon 3D-mäßig sein. Ich habe eine Frage. Ja. Stellt ihr euch unter einem LKW vor? Kriegen wir irgendwie ein Bild oder so, wie es aussehen könnte. Es würde reichen, wenn ihr vorne 2 Räder habt, ihr habt hinten 2 Räder und es ist etwas in die Länge gezogen. Und hinten ist so der Laderaum und vorne ist so... Genau, vorne habt ihr dann so ein bisschen Cockpit, wobei ich jetzt nochmal bitte den Reini bitten muss, nochmal bitte bei beiden jeweils ein 64er Deck Glas reinzumachen, das habe ich glaube ich vergessen. Guck mal bitte nach, aber ich glaube, die habe ich noch nicht drin. Ich denke, euer Kreativität ist da keine Grenze gesetzt. Es muss nicht unbedingt eine Laderampe sein, sondern es kann natürlich auch was anderes sein. Soll ich überraschen? Das ist einfach nur, die Vorgabe ist einfach nur, ihr sollt einfach aus euren Gedanken etwas bauen, mit dem, was ihr habt. Es muss, wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, es muss farblich nicht passen. Es soll halt einfach nur dem Andi später besser gefallen. Und der Andi ist ein ganz neutraler. Er wurde vereidigt und wurde auch dafür geschlagen. Ganz neutraler bist du, ja, ganz dein neutraler bist du, ja, ganz dein neutraler bist du. Denk daran, er verarscht dich immer in der Duell. So. Nein, Spaß. Nein, der Andi betrachtet es wirklich immer relativ neutral und er wird es auch. Ich meine, wir sind ja auch noch der Reini und ich, wir werden ja unseren Senf, wenn es da wirklich, was ich nicht glaube, zu Unannehmlichkeiten kommen wird. Habt ihr sonst noch Fragen? Dann darf der Max jetzt entscheiden, ob er hier auf dieser Seite spielen möchte. Aber eine Frage. Oder ob er auf die andere Seite möchte. Danach darfst du fragen. Möchtest du hier bleiben oder möchtest du auf die andere Seite? Es ist ganz egal, es ist identisch, es geht einfach nur. Nein, die Wand, die Tür hier würde mich ablenken, ich gehe da rüber. Alles klar, dann geht er hier drüben. Jetzt habe ich eine Frage. Ja. Oder eine Bitte. Kann man hier nicht alles, von den ersten 4 Dingern alles zumachen, weil nein, der Gerät könnte so trotzdem dazwischendurch gucken oder so. Ja, das ist ja auch extra so gemacht, damit ihr euch gegenseitig wieder ablenkt, so wie eben beim Labyrinth. Dann sucht nämlich der eine wieder den Krümel im Kornfeld. Das hat alles seine Gründe. Normalerweise auf normaler Höhe, wenn ihr normal steht, seht ihr nichts. Aber normalerweise seid ihr so beschäftigt mit eurem Selbstbauen. Das sieht einfach nur dem psychologischen Grund. Ich freut schon sagen, mit dem psychologischen Grund. Noch ja, Fragen? Dann lassen Sie mich doch mal hier rein in den Käfig. Ja, hier brauchst du nicht. Hier drüben ist ein Weg. Lieber Max. Rechts an der Seite. Einfach geradeaus. Ja, das ändert alles. Da will ich jetzt vielleicht rüber. Nein, du bist was da. Was ist das hier? Da geht's zurück. Jetzt sehe ich gar nichts an. So, Geheimgang auf Rückkehr. Max oder soll ich? Bist du rüber? Okay. Ich bin rüber, ja, zu Max. So, der Spielleiter hat jetzt das Wort, der Andi. Das heißt, er darf noch was sagen. Weil ihr dürft euch natürlich schon zu den Kisten stellen. Max, du kannst auch schon zur Kiste gehen. Da hinten ist die Kiste. Eine Maus. Warte kurz, Maxi, spinnst ein bisschen. Okay. Ja, so, noch nicht reingucken, oder? Nein, noch nicht reingucken. Nee, noch nicht rein. Nein. So, jetzt hat Andi das Wort, ab jetzt leitet er das Spiel. Ich stoppe jetzt gleich die Uhr, warte, wenn ich sag dir Bescheid, wenn ich soweit bin. Du kannst, wenn du willst, soweit schon was sagen. Noch. Ich bin sehr gespannt, was ich hier bauen werde und möge der Bessere dann gewinnen. Wie viele Minuten sind angesetzt nochmal? Also nochmal, es sind so 5 bis 6 Minuten, aber wir gucken erstmal, also je nachdem, wie weit sie dann sind. Wenn man nach 6 Minuten sieht, okay, es sind beide schon so fahrzeugähnliche Sachen, dann brechen wir ab. Aber ansonsten, wir
machen wir. Also wie gesagt, ich sage Andi immer die Zeit und Andi entscheidet dann, okay, jetzt ist Schluss oder nicht. Aber mindestens 6 Minuten habt ihr Zeit. Was, ich jetzt entscheide, wann ich immer Schluss? Ja, also ich sage dir, nach 5 Minuten, es ist noch 1 Minute und dann sagst du, okay, du gibst dir noch 1 Minute oder du sagst, nee, okay, es ist Schluss. Okay. Ich habe noch eine Frage. Natürlich. Andi. Ja, Max. Du weißt, wir sind die besten Freunde. Wenn ich dir irgendwas bezahlt, dann gebe ich dir. Okay, mir das zählt nicht. Keine Bestechungsversuche. Seid ihr bereit? Ich ganke dich nicht wieder. Max, bist du bereit? Total oder? Ja, es wird dunkel. Machen Sie bitte Tag. Das wird nämlich gleich. Ich habe Tag gemacht. Geige, bist du bereit? Okay, dann hat Andi das Wort. Dann darf er entscheiden, wann es losgeht. Okay, dann mögen die Spieler beginnen. Ab jetzt. Was? Okay. Ein Grieferkopf. Oh mein Gott. Oh. Viele Farben. Wie gesagt, ihr habt zu 98-99% dieselben Items. So. Ich habe ja auch immer noch alles gut mit deiner Aufnahme. Bei mir ist es gerade festhalten. Eben. Ja, ich hoffe doch. Zerlegen. Scheiße, Mann. Oh, so, und wir sind wieder zurück. Alle Fehler wurden behoben. Und der Andi hat direkt das Rederecht in genau 2 Sekunden, wenn ich soweit bin. Okay, ich bin soweit. Alles klar, dann nochmal, mögen die Spiele beginnen. Es geht los. Okay, go. Falls ihr euch jetzt wundert, nein, sie haben nicht die Seiten getauscht. Ich bin einfach nur auf der anderen Seite. So. So, beide sind jetzt an ihren Kisten. So, und der erste Stein wird diesmal von Gary gelegt, die ersten 2. Wie gesagt, ihr habt genug Platz, also nehmt ruhig den ganzen Platz. Ah, ich erahne schon was. Oh. Max macht einen Smoky-Man. Ich hoffe, du nimmst die Zeit mit, ansonsten habe ich schon gestartet. Ne, die ja, Zeit. Zeit läuft bei mir. Okay. Oh mein Gott. Der. Ja, kann ich nur Steine nachverlangen, wenn ich noch Steine eines Typs habe? Nee, ja. Sind es ja erst. Ja, okay. Ja, also, warum nicht? Also, oder? Weil ihr vorhin noch gesagt habt, die sollen aus dem, was sie da genau haben, irgendwas bauen. Achso. Andi, du entscheidest. Du ist deine Regel. Du bist ja, hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Sachen ihr da reingemacht habt. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Das sind immer 64er-Stacks. 64er-Deck von. Ja, okay, wenn sie was brauchen, dann kriegen sie den noch vom reinen Dinger. Mein Auto sieht doch voll gay aus. Das sieht eher so ja aus wie ein übergroßes Sofa. oh, ich kann gar nicht mehr fliegen. Ah, doch, kann ich doch. Also gib ihm einfach dann, wenn einer von den beiden Steine braucht, gib sie ihm. Ich baue ein Sofa. Ich baue ein Sofa. Das Sofa ist für mich ein Sofa. Also bis jetzt kann ich eure beiden Sachen noch gar nicht so richtig erkennen. Noch nicht identifizieren hier. Naja, wobei, ich muss sagen, das ist schon. Sie haben auf jeden Fall, sie haben auf jeden Fall unterschiedliche Taktiken, die beiden. Ich glaube, das schaffe ich nicht in 5 Minuten oder so. Orientiert euch nicht nach der Zeit. Macht einfach. Nein, mir ist der Stein ausgegangen. Hier, bitte. Muss ich improvisieren, das war Sandstein. Ah, ich krieg Steine, das ist aber. Du kannst auch einfach das 64er Deck rausziehen, Reini. Ich kann sie nicht aufheben hier jetzt. Ah, dann. Ich brauch, glaube ich, gib mir 1000. Okay, 1000. Ich muss mir eine Brücke bauen. Ich habe hier nochmal ein 64er Deck hingesetzt. Ja, danke sehr. Also man sieht schon, die Karosserie-Kits hier sind schon relativ unterschiedlich. Wirf sie in mich rein. Oh.
bin sehr gespannt. Geh weg, geh weg. Ah, ne, der Stein klappt nicht. Sollen wir mal gucken, wie weit Gary? Ja. Auch das kann sich schon langsam sehen lassen. Lass dich nicht. Sind die Steine schon wieder ausgegangen? Oh, ich brauche mehr Steine! Was schon wieder? Ja, du siehst ja, wie groß mein Auto ist. Ich hab irgendwas. Ich hab's zu groß gebaut. Ja, groß. Wie soll ich sonst bitte schön Reifen so richtig bauen hier? Das. Ja, bitteschön. Ich muss doch hier den. Ah! Hab ich hier schon wieder. Die Steine sind oben drauf. Sie schon hier an der einen Stelle. Scheiße gebaut. Ja, man sieht, jeder weiß sich zu helfen auf seine Art und Weise. Und Andi, was sagt dein erster Eindruck? Ja, ich finde, beide sind noch gut dabei. Ich bin mir noch nicht so sicher, wer vorne liegt. Was mir bis jetzt besser gefällt. Mal sehen, was da noch rauskommt. Sehr diplomatische Antwort. Ja, das ist ja noch direkt, sag ich mal, noch recht am Anfang. Da kann man jetzt noch nicht so viel bewerten, wie ich mal schätze. Also wir sind zwar jetzt bei 5 Minuten, aber ich denke mal, wir können die Zeit verdoppeln, oder Andi? Ja, ich denke auch. Ich glaube, bei beiden muss noch ordentlich was nachgelegt werden. Ich kann nicht mal richtig klicken. Also lasst euch nicht in der Zeit, also nicht in der Zeitdruck stellen. Ja, hier Pumpkins hier. Soll ich noch ein Manny-Kicken reinbasteln? Wie gesagt, ihr habt verschiedene Mittel. Mein Gott, was ist so groß? Okay, das sieht sehr. Ich mache uns in zu große Dimensionen. Ich sehe, wir brauchen noch mehr Steine. Ja! Ich bin bitte? Sehr gespannt. Oh, ich habe eine Ebene, glaube ich, ist zu hoch gebaut. Das ist gar kein Auto mehr. Verdammt. Das ist doch kein Auto, ja, sondern ein LKW bauen. Bitte schmeißen Sie hier 1000 Steine hin. Ich habe keine Zeit. Ich bräuchte auch noch Steine übrigens. Welche brauchst du? Ich gebe ihm. Was du ihm? Ja, gib's mir. Ach du Scheiße, ich hab das echt so hochgebaut. Was brauchst du denn für welche? Ja, welche baue ich denn hier gerade im Clearstone? Und dann gib mir gleich noch ein bisschen Glas, wenn du schon da bist. Reicht schon. Ach du Scheiße, ich baue ja hier ein Haus! Glas oder Haus. Glasscheiben? Mach mal Glasscheiben. Ich baue hier ein Haus! Ich muss da hoch und dieses Ding ab. Scheiße. So liegt alles da. Ey, ich hack die ja alle mit einer Kombination hier weg. Ja, das sind ja auch Spezialdiamant-Äxte, falls ihr euch die mal genauer anguckt. Ich hab die extra für euch verzaubert, damit schneller geht. Das hat ja alles so seinen Sinn, ne? Jetzt wünsche ich mir echt, hier fliegen zu können. Also ich baue so eine Art LKW-Wohnpark, dass sich hier niemand Ah, nee, ich find's. Sieht wie soll ich denn hier aus. Bitte schön diese Türen hier? Das ist dir überlassen. Ich hab keine Türen, die so groß sind. Ja, dann musst du halt provisorische Türen kreativ. Improvisieren, Improvisation. Man baut ja auch nicht alltäglich einen LKW. Gehen die Steine aus. Herrje, Mine. Schmeiß die in mich rein. Was baust du da drüben, Mann? Was in dich rein? Wo sind meine Steine? Ach, ich hab ja noch 1000. Okay, hat sich erledigt. Oh. Ist auf jeden Fall sehr interessant, wie der Gary baut. Konzentriert wahrscheinlich, weil sonst tickt er ja aus. Er hat ja schon gesagt, er muss sich konzentrieren. Aber das wird kein Gabelstapler oder sowas gerät, ne? Wie kommst du bitte auf Gabelstapler? Nein, ich finde, das kann man schon ganz gut erkennen. Also ich muss ehrlich sagen, Gary ist, glaube ich, detailreicher. Ja, das kommt am Ende noch hier, wenn ich erstmal hier das Puzzle habe. Okay. Gary hat Fallschaden bekommen.
Ja, ich habe ihn eben schon mal geheilt, sonst wäre er, glaube ich, immer gestorben. Ja, ich verhungere hier bald. Ich brauche dann auf jeden Fall noch schwarze Wolle. Ich heile hier mal alle jetzt gerade. Und ihr habt alle wieder volles Leben. Also wir sind jetzt bei 9 Minuten. Andi, was sagst du? Ich würde noch sagen, vielleicht noch 2 Minuten oder so und dann sollten wir vielleicht Schluss machen. Also. Scheiße hier. 2 Minuten laufen. Ach du Scheiße hier. Aber wie mache ich die Wolle weg? Oh, mit der Hand. Was ist das da? Ein Kürbis hast du in der Hand. Und jetzt so Leitern, die ich gebaut habe, um hochzukommen, muss ich die noch schnell wegmachen oder sind die egal? Herr Andi. Nein, die sind nicht wichtig. Ach du Scheiße. Ja, dann baue ich bestimmt eine Kürbiskopfleiter. Ihr habt noch 1,5 Minuten. Schoppe, ich brauche immer noch schwarze Wolle. Ach so, ich dachte. Ach du Scheiße, Strohballen. Hier. Hier vorne, Gary. Ich wusste gar nicht, dass man Strohballen machen kann hier. So. Was denn? Oh mein Gott, ich muss ja alle möglichen Leiter benutzen. Maxi, wieso liegt da Stroh? Schoppel, wieso hast du eine Maske auf? Was, ich hab eine Maske auf? Fragen über Fragen. Kennst du das nicht? Na gut, nee. Das wollen wir nicht weiter ausführen, glaube ich. Was brauchst du so, jetzt? Ihr habt noch 40 Sekunden. Ah, offene Tür. Vielleicht noch ein Lenkrad, ne? Noch 30 Sekunden habt ihr. Ach du Scheiße. Ach Scheiße. Ein schönes Führerhaus. 20 Sekunden. 15. Du Scheiße, Mauszeiger bewegt sich. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stopp, nichts mehr bauen, nichts mehr bauen. So, okay, das Spiel ist beendet. Gary, einmal bitte weggehen vom Gebäude, vom LKW. Ich tue alle ein. Oh, ich habe aus Versehen einen Stein weggehauen. Ja, den kannst du hintun. Ich tue alle Items in die Kiste. Ja, alle Items in die Kisten, genau. Dann trefft ihr euch bitte hier in der Mitte. Ich mache jetzt hier den Zaun weg in der Mitte. Ich glaube, ich habe verloren hier. Vergiss nicht, Andi. Mach viele Kills für dich. Was ist das? Was ist das? Gar nicht da. So, okay. Ich muss jetzt auch mal angucken. Das reicht. So. Hat was Gary gebaut hat? Also, ich würde sagen, wir fangen erstmal bei Maxi an. Ja, würde so. Ich sagen. Erstmal schauen wir einmal rundherum. Hier drüben hat er auslaufendes Öl. Nein, das rote, das ist eigentlich nur eine Treppe. Das sollte nicht zählen. Ich weiß. Hey. Okay. Oh, die Achsen. Also, er hat Goldblöcke, hat er als Lampen wahrscheinlich. Zeig mir mal das Führerhaus. Okay. Dieses rote soll der Sitz sein, so quasi. Ja. An einen Stroh gedacht, das was ein Stroh ist, weiß man nicht so genau. Das soll die Tür sein. Obwohl, eine Tür, achso. Ah. Das soll eine offene Tür sein. Ah, okay, die Tür die Idee ist. Die Idee ist natürlich nicht schlecht, ja. Das ist nicht schlecht, ja. So, dann schauen wir uns mal den Laderaum an. Wie ein Elefant. Rote Rüssel. Okay. Ja, wir nehmen gleich noch deins auseinander. Guck bitte an die meine Reifen an, die finde ich ja, schön. Die Reifen, die Achsen sind natürlich nice. Die ja. Achsen sind ganz schön, aber in Proportion zu deinen ich glaube, das wirkt nicht optimal, würde ich sagen. Ich glaube, die Reifen würden platzen, wenn das Ding und du hast auch nicht so irgendwie so eine Trennung zwischen Führerhaus und dem Wagen hinten. Okay, Andi, dein Eindruck jetzt so als erstes? Er sieht scheiße aus. Ich finde, es sieht mehr wie ein, wie sagt man? Wohnwagen. Wohnwagen aus, genau. Nicht so ganz wie ein LKW. Aber es sind schon gute Ideen dabei. Aber ich würde sagen, wir schauen erstmal, was der Gary noch so hat. Okay. Dann bitte. Nehmt es auseinander. Darf ich was zu Garys Auto sagen? Gleich, erst sind wir dran.
Hier hinten, okay. Führerhaus. Sehr schön gemacht, dass es so getrennt ist, dass man hinten diesen Wagen hat und vorne das Führerhaus. Vor allem die Schornsteine finde ich richtig geil, dass man daran gedacht hat. Die finde ich auch sehr schön. Ja, ich habe halt an diese großen aus Amerika amerikanischen gedacht, ja. Genau. Ja, die sind natürlich optisch geil, ja. Ich finde, die Reifen sehen eigentlich auch ganz cool aus. Aber es sind halt zu wenige, es sind halt nur vorne welche. Dann kommen irgendwie keine mehr. Es sieht eher für mich so aus, als wäre wie in Amerika so eine Art die Reifen geklaut worden und auch so. Ja, da standen die schlimm im Viertel. Ja. Naja, gut, er wollte ja halt so mehr rund machen und beim Max sieht es halt dafür alles so eckig halt aus. Er hat wirklich sehr ins Detail. Meine Reifen sehen runter aus, muss ich dazu sagen. Gerrys Auto sieht so aus wie so ein Ding, was hier den Weizen abfarmt, hier, wo das Ding geschmortet ist. Ja, das könnte man eigentlich auch sagen. Ja, so hinten mit der Laderampe und hätte ich rechtzeitig noch die schwarze Wolle gekriegt für meine Reifen. Ja, okay, ich habe halt gedacht, der Reini hat es dir schon gegeben. Ich würde sagen, beide sind scheiße. Na, es geht ja nur darum, welches schöner ist. Ihm gefällt, der Andi muss entscheiden. Andi entscheide. Also, der Andi kriegt jetzt von mir noch ein, zwei Minütchen, um sich das zu überlegen. Nein, oder um bezahlt zu werden. Ne? ich nehme jetzt Zahlung entgegen. Ich auch, dass die Seitenfenster nicht so groß sind wie die Frontscheibe. Die Frontscheibe ist schon groß. Ja, oh, stimmt. Jetzt wird noch sein eigenes Produkt verkauft. Okay, also ich sage jetzt schon mal, das war jetzt das sechste Spiel schon mal. Wir haben, wie gesagt, wir haben jetzt noch sechs tolle Spiele vorbereitet, die jetzt noch kommen. Also die Frontscheibe ist kleiner als bei... Max hat eine größere Frontscheibe, würde ich mal so sagen. Aber er hat dafür keine Seitenfenster und daran hat der Gary wenigstens auch gedacht. Aber gut, dafür hat er keine Türen. Das muss man auch mal sagen. Ja, die haben beide Vor- und Nachteile. Das sieht aus wie die Arbeit eines Drittklässlers. Kommen wir jetzt dann zur Entscheidung, oder? Wenn du dich entschieden hast, ja, dann kannst du es ein bisschen spannend verkünden. Ihr zwei könnt mal hier zu mir kommen, bitte. Stellt euch mal hier bitte in die Mitte. So, ein bisschen auseinander. Andi in die Mitte, hier auf die gelbe Linie. Okay. Max, du auf die andere Seite, du zum Andi. Sehr kompliziert anscheinend. Scheint sehr schwierig zu sein. Naja, ich muss euch sagen. Ja, okay, so passt es so, okay. Ihr habt das beide sehr gut gemacht. Aber ja. Mir gefällt Gary seins besser. Yay, schöner. Juhu. Schöner geworden. Tut mir sehr leid, Max. Fahr mit deinem Elefanten raus auf den Wohnwagen geworden. Fahr mit deinem Elefanten nach Hause, Max. Garys Auto hat dich verreifen. Doch, hat's hier, na, aber es ist viel detailreicher. Ich könnte niemals fahren. Nicht das. Aber da ist das Thema hatten wir doch schon. Die Reifen wurden doch schon geklaut. Das wissen wir doch. Weil es deine Reifen sind verbaut mit deinem Auto. Also wird sich da was bewegen. Was? Alles klar. Also dann kriegt Gary jetzt die 6 Punkte. Und dann steht es jetzt 11-10 für Gary. Da ist die Führung wieder. Sehr schön. Sehr, 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 sehr. Ja, alles abgekartet. Tut mir leid, Max. Okay, dann kommt mal jetzt mit. Dann gehen wir mal jetzt wieder in die Halle zurück.